So, herzlich willkommen zurück zu Lords of the Fallen mit mir, dem Banomat. Wir sind schon wieder gestorben. Beziehungsweise ich. Ich weiß nicht, ob ich mich zu blöd anstelle oder ob ich hier einfach noch nicht lang gehen sollte. Oh Gott. Immer dieser dicke Typ am Anfang. Ich habe übrigens mal auf das dicke Schild gewechselt, weil das macht mich jetzt nicht langsamer und es ist einfach besser. Vielleicht zieht er mir damit nicht ganz so viel Ausdauer ab. Fuck. Ich will nur einmal ihn backstabben. Nicht, und dann hackt er wieder gegen sein Schild. Oh, was er weit. Alter. Dieser eine Angriff macht mich komplett kaputt. Ich bin doch gerollt. Wenn jetzt noch mal der Angriff kommt, bin ich am Arsch. Sollte ich lieber einen Trank nehmen? Ja. Dieser Penner. Ja, meine Sachen sind eh gleich weg. Tritt mich! Wie viel halten die denn aus? Okay. Jetzt muss ich erstmal hier weg. Holy moly. Mein letzter Trank schon wieder. Wenn ich jetzt nochmal sterbe, dann gehe ich erst woanders lang. Da oben ist noch so ein Schild-Heini. Nein, er frisst mich. Frisst meine Ausdauer leer erstmal. Okay. Dann sollte ich vielleicht immer viel Ausdauer am Start haben. Kann der sich auch mal den Rücken zu mir hindrehen? Das wäre ja wohl ein Backstab gewesen. Lass mich doch mal in Ruhe. Ja, geht doch. So, einen hätten wir. Der hält nicht so viel aus. Aber ich bin mal vorsichtig. Sehr schön. Ja, war ja fast richtig die Kollisionsabfrage. Der hält wieder mehr aus. Dann komm mal her. Oh, und da oben sind schon die nächsten. Ich habe keinen Trank mehr. Ich sollte mich also nicht treffen lassen. Sobald man das Schild runter nimmt, wird man einfach sofort gehittet. Hörst du mich so? Zu spät.
Okay, die Truhe räubern wir mal aus. Ja, ich platziere eine Rune. Was haben wir denn hier schönes? Hütergroßaxt. Und noch eine leere Flasche. Wo ist denn die Hütergroßaxt? Ah, Stärke 20. Aber dann macht sie 24 Schaden, oder was? Ist ja nicht so geil. Energie 210%. Zwei Sockel. Wir schauen einfach mal weiter. Den lock ich mal an. Das ist noch so ein dicker Schildheini natürlich. Ich glaube wirklich, hier geht's schwerer zur Sache. Komm her, komm her. Mir so rein. Nein. So kann er nicht mal einen Backstab schaffen. Jetzt wäre doch perfekt gewesen. Alter Schwede. Nee. Das ist noch zu schwer. Ich gehe lieber erstmal da unten lang. Aber meine Sachen hole ich mir trotzdem. Ach nö, muss ich ja den töten. Moment, vorher hat mich da dieser Kerl noch überfallen. Nicht der. Der. So, den kill ich. Wieder der Dicke. Ja, und danach gehen wir den anderen Weg. Puh, gut gerollt. Komm her, komm her. Kipp erstmal einen ab. Oh mein Gott. Wieso sind die denn so schwer? Vielleicht mal so rum um ihn rumlaufen. Wow. Nein. Dann kommt immer der Schlag. Wie nervig, ey. Ich will doch nur meinen Schlag wieder haben. Geh ich doch. Zum Glück hat der letzte verfehlt. Das kann doch nicht wahr sein. So, jetzt ist Feierabend. Weg mit dem Jungen. Jetzt hole ich mir das nur und verpiss mich gleich wieder. Bin schon wieder weg. Alles klar, hier runter wollte ich gehen, aber nicht, dass die mich dann da von oben abschießen. Hä? Lass mich aber von allen treffen, irgendwie.
ist er für einer? Die Sonne blendet. Ah, okay, der kann da bleiben. Dann gehen wir doch mal. Oh, stimmt, da war ja der Typ. Jetzt werfen, man kann es nicht sehen. Die Kamera so komisch ist. So, jetzt geht's hier mal weiter. Oh Gott, sind das auch so Typen? Kann ich die echt treten? Ah, die sind nicht ganz so stark, sehr gut. Den Magiehandschuh. Und die Axt. Backstabben? Ja! Und schleichig sein. Okay, und weiter geht's. Der steht doch auf. Danke. Aber irgendwie lebt er noch. Die regenerieren sich dann nochmal. Wie Zombies. Ich will nochmal kurz gucken. Okay, da geht's weiter zu diesem Ding, was wir mal von ganz oben gesehen haben. Aber hier geht's auch noch weiter. Verlassen, da könnte ich in diesen Wachturm gehen. Ich weiß nicht, sind es dann nur so Neben-Dungeons oder ist das dann ein neues Gebiet? Ich habe keine Ahnung. Ich irgendwas benutzen. Gleich. Tausend Erfahrung, dafür, dass ich dieses Feuer angezündet habe. Oh Gott. Okay, oh nein, nicht mehr hinterher. Scheint nicht so schlimm zu sein. Gibt es hier auch einen Drop-Attack? Das wäre ja was. Jetzt ist er noch weiter runtergefallen. Das war eine Katze hier am Start. Oh, da steht ja noch einer. Nee, nee, nee. Ich gehe nochmal nach oben. Ist jetzt noch irgendwas gebracht? Ist deswegen dieser Typ gekommen? Fragen über Fragen. Aber genau das ist ja das Geile an dem Spiel. Ein Schlag zu viel. Über weg. Und was hat er Schönes? Eine versiegelte Rune. Nichts versteckt im Busch. Hier haben sie wieder irgendeinen Hebel. Der öffnet doch vermutlich eine Tür. Erstmal die Truhe plündern. Schild, Wappenschild. Ich hab gar nicht gecheckt, dass ich da bin. Ah ja, das war hier diese. Genau. Da bin ich doch schon mal lang gegangen. Ich stand doch vor dem verschlossenen Tor. Den doch holen. So. Gut, gut, gut. Ja, würde ich sagen, gehen wir dann nächstes Mal da unten weiter. Und vielleicht in den verschlossenen Wachturm. Bis dann.